Pierre, I can't take the suit. You will need it too. I don't feel right. Stay with me. Ja, und damit hi und herzlich willkommen bei Broken Pieces, einem Thriller, ein Abenteuerspiel, ein Erkundungsspiel. Ich bin mehr, also laut der Beschreibung ist es wohl eher ein Thriller mit vielleicht auch leichten Horroranteil, deswegen war ich schon am überlegen, hä, ist das nicht eigentlich eher was für abends und nicht für nachmittags, aber es hat sich halt auch sehr eher nach Mystery, Abenteuer irgendwie gelesen. Die Sachen, die ich gesehen habe, ja, ich bewege mich mal ganz kurz. Die Sachen, die ich gesehen habe, ließen doch darauf schließen, es sah ein bisschen wie The Medium aus. Deswegen bin ich mir da relativ unsicher. Die Sache ist aber bloß, weil ich für einen Abendspot schon einiges vorproduziert habe, würde das mir einfach zu lange dauern und ich will ja auch mal ausnahmsweise mal vielleicht ein Spielchen spielen, was relativ neu rausgekommen ist. Ich glaube, wenn das Video jetzt rauskommt, ist das vielleicht eine Woche alt oder so. Also für meine Verhältnisse ist das noch, ne? Aber teilweise sah es doch ein bisschen nach Wimmelbild aus. Aber wir gucken erstmal rein. Wir werden erstmal. Ich meine, ich habe die Beschreibung zwar gerade eben erst gelesen gehabt, aber ich habe es schon wieder vergessen. Außer, dass es mysteriös ist. Okay, das tut mir nichts. Rennen tun wir normal. Ja, Aktionen. Hä? Oder muss ich mit ihm hier? I see it now. We were all so entertained. We didn't see what was getting ready in the shadow. Also es könnte halt wirklich echt ein bisschen in die Richtung Medium gehen, ne? Deswegen, ich bin gespannt. Es sah halt in dem Punkt auch für mich nice aus, weil das erinnert mich immer so an die alten Survival-Horror-Geschichten. Wir schauen mal. Obwohl mich das jetzt schon fast wieder ein bisschen eher an den Controller erinnert, um ehrlich zu sein. Also vielleicht ist der Nachmittagsspot doch gar nicht so schlecht. Wir müssen mal schauen, wie sich die Geschichte entwickelt, ne? But I can't decipher what's written. Okay, schade. Ist halt echt was für ein Controller, ne? Und da sind wir in der Wohnung aus dem Albtraum zurück. Falls das mal nur ein Albtraum war, ne? Okay, Perspektive ändern. Elisas Augen? Ich glaube, das ist First Person, ne? Warte mal, ich kann mal kurz... Das macht R1. Okay. Oha. Okay, ich kann mich da aber nicht bewegen. Ich kann mich zwar umschauen, aber nicht bewegen. So komme ich wieder zurück. Aber sie guckt automatisch zu den Sachen. Ich hatte gerade noch ein Spiel. So von der Bewegung her. Boah, hatte 5 Kapitel, war eigentlich Song of Horror. So hieß es. When dust settles on your sport trophies, it doesn't mean you are getting younger. Na, das hat, glaube ich, eher weniger was damit zu tun, eher von wegen, dass man fauler wird. Aber gut, das kriege ich von mir selber. Insomnia will be a nice excuse to put it in order. Might even find some of the music he made for me. I could use the comforting. Okay, aber warum? Also, ne? I miss listening to Pierre. He always used crazy effects on his guitar.
So crazy Effekte, sagt man das so? Warte mal, ist das eine Tür? Ich glaube, das ist eine Tür, ne? Lass uns erstmal hier ein bisschen umgucken. Er sagt, worum es geht oder so. Kein Plan. Hier haben wir zwar auch eine Tür, aber das geht zum... Nee, hier geht's raus. Hä? Oder ist das hier vielleicht Tür zum Bad, falls überhaupt eine Tür ist? Warte mal. Oder ist das bloß ein Fenster? Completely locked. Aha. Weißt du, aber zu dem Riesenbären sagt sie nichts. Schade. Where are you going, Elise? I can't leave without my tape player. Warum? Genau? Ich meine, ich habe jetzt, wo ich das aufnehme, im Streamer Alien Cube gespielt. Da gab es nämlich genau die gleiche Thematik von wegen ohne meinen Kassettenrekorder. Man findet da zwar Sachen, aber die sind, zumindest Stand jetzt, für mich immer noch so ein bisschen, wissen Sie aus, wenig. Ah, okay, haben halt wenig Aussagekraft. So, das wollte ich eigentlich sagen. My life turned into an item. Round and round we go, stuck at the same track. Wie tiefgründig. It's so dusty here. I could use a vacuum to clean the vacuum. Vor dir steht zwar einer, aber da haben wir eine Kassette, halt, und hier haben wir. You come with me, my friend. It would get lonely without you. Kassettenspieler öffnen. Okay, aber atmen. Meine Musik. Tagebuch. Oh gut. Warte mal. Nicht böse sein? Also, wäre halt cool, wenn zum Beispiel auf den... Okay, wir hören uns die ganze Zeit... Das ist vielleicht auch ganz nice für nebenbei, aber... warte mal, ich wollte eigentlich... Ich hoffe, ich kann dann auch rumrennen. Eigentlich wollte ich ja die Tagebücher. Warte mal, zurückspulen. Habe ich gemacht. Pause, zurück, auswählen, navigieren. Was ist denn navigieren? Ja. Vorsprung geht jetzt auch nicht mehr. Hä? Nein, warte. Ich wollte die Tagebücher. Ah, jetzt geht's. Jetzt geht's. Das ist ein bisschen komisch. Das würde ich mir schon ganz gerne anhören. One, two. One, two. That works? Okay. Damn machine. I'm finally starting to understand what's going on here with the electricity. A priori. Everything revolves around the lighthouse. I consulted many old newspapers, and the Village Gazette told me that St. Exa was very poorly served by electricity and regularly suffered severe power cuts. I knew that it was a very isolated village, which is what makes it so charming, but I hadn't thought of that. Half of the articles in the Gazette are devoted to the inhabitants who, tired of the cuts, ended up installing small wind turbines for their homes. The other half is about the lighthouse, and that's where it gets interesting. I read that the mayor of the village had installed underwater turbines connected to the building, which are capable of producing electricity thanks to the movement of the sea. This has enabled the village to gain autonomy and to overcome the failures of the general electrical network. Anyway, I think it would be worth going to take a look at the lighthouse. Because if the turbine system is damaged, it could explain why some electrical equipment is out of order while others are still working. I'll tell you what I found. Okay, aber trotzdem komisch, von wegen, die Anwohner tun sich selber Windturbinen installieren? Fourth day that I'm stuck. I'm not gonna make it, Peter. They terrify me. I don't know what to do. They hunt me like an animal. They have taken on a human form, but there is nothing human about them. They come out of nowhere without you expecting it and materialize in a kind of elusive black vapor. I can't do anything against them. I don't know how to fight them. I found a weapon, but I'm struggling to use it, and I'm always out of bullets. There's even more of them at night. They swarm like cockroaches. I have to shut myself up at home as soon as night falls. They prevent me from leaving this cursed village, Pierre.
As soon as I try to leave St. Axel, they arrive by the thousands and they get me. If they catch me, I wake up in my bed and it's been hours, maybe even a whole day. I'm their prisoner. Okay, wir scheinen anscheinend wirklich psychische Probleme zu haben. Dadurch, dass wir ja immer wieder diese Träume haben. Und ich bin mir nicht sicher, sie spricht ja mal von Pierre. Ist das ihr Ex-Freund oder vielleicht ist er verstorben? Ist dann quasi auch irgendwie Ex-Freund, aber ihr wisst, was ich meine, ne? Werden wir, denke ich, mal noch rausfinden, aber na gut. I would like to tell you about the bracelet you gave me right after we arrived here. You found that gem on the beach and crafted it into this beautiful piece of jewelry. You told me that you felt that this pebble had something special, that it radiated. Well, you were right, you know? He protects me from the monsters I told you about. If I smack it against the ground, it produces a shock wave that violently repels ghosts. Sometimes, he can even dissolve them when they attack me. He is so strong that I decided to name him Rocky, since it's a rock. But Rocky is also a sensitive guy, you know? He doesn't like explosive noises. If I shoot a gun in his ear, he can even start a thunderstorm. At that moment, I feel transported to another reality, to another time. Once calm returns, I have the impression that it only lasted a few seconds, whereas about 15 minutes had actually passed. Better to use it sparingly. Sometimes I feel like he's almost alive. He gets lazy at the end of the day, especially if I made him work a lot. But hey, nothing a good night's sleep can't fix. Anyway, all that to say that he reminds me a bit of you. It's probably silly, but I feel like you're watching over me through him. And that helps me hold on. Okay, ich meine, den Stein haben wir ja schon gesehen. Das ist ja das schöne Ding an mir im Handgelenk. Also kann ich mir gut vorstellen, dass wir das irgendwie als Waffe nutzen können. Zumindest hört sich so an. Es hört sich aber auch so ein bisschen an wie von Dragon Ball, der Raum von mein Gott, wie hieß denn das nochmal? Der Raum von Zeit und Geist oder so? Irgendwie, ja, ne, zumindest da vergeht die Zeit ja auch wesentlich langsamer, wie es eigentlich ist. Deswegen, also, vielleicht hat man sich ja ein bisschen dran bedient. I can't take this dream anymore. I wake up in this dusty tunnel-shaped cave. It is essentially made up of some kind of light-absorbing rocks, like the ones the insides of a planet would create. I go through this hallway and come across the ghosts that haunt me. But this time they don't try to catch me. There are also military and scientific equipment. I can't tell if they are studying or planning to attack something. A sheet of heavy smoke waits for me at the end, and it's too thick to see behind, and I'm attracted like a moth is to light. The closer I get to the exit, the more I hear ringing, until I realize it's my alarm, and I wake up like nothing happened, and at the same exact hour as usual, 8 a.m. If somebody finds this journal, I've gone nuts, apparently. Do what you want with that information, or shove it somewhere warm. Okay, das letzte war ein bisschen weird. Was ich aber... Nach unten war's. Atmen. Gut, ich will mal gucken, ob das nochmal funktioniert. Wenn ich jetzt einfach zurückgehe. Okay, lässt es oben und wir können uns bewegen. Das wollte ich halt bloß mal gucken. Das war ein bisschen Hintergrundgedudel haben. Ich hoffe, das ist nicht zu laut. Aber so können wir wenigstens noch ein bisschen die Wohnung erkunden. Und ich finde das... Oh. Das hatte ich schon, oder? Schrott. Nützlich zur Herstellung von Munition. Wo
Woher kennen wir das nochmal? We moved with all these books. The worst part is, we most likely have doubles. Ich finde aber schön, dass die Musik trotzdem noch weiter weiterspielt, ne? Wow. Forgot I found this old journal around town yesterday. Apparently they installed a secondary generator in the old lighthouse years ago. The extra current could help me out in my search for the other inhabitants. Let's check it out today. War gerade ein bisschen komische Übersetzung, aber okay. Ich will ja nicht meckern, ich bin ja da auch nicht so supi drin. Ach ja. Vielleicht finden wir ja noch andere Kassetten, die wir jetzt zum Beispiel so hören können zwischendurch. Ach, wie süß. Aber wie hieß das Ding? Ach, schade, kann ich mich nicht nochmal. Da stand irgendwas mit Toy, keine Ahnung. Weil die richtigen Dings werden sie mit Sicherheit nicht verwenden dürfen. I can always find the things I leave in here. Also man hat sich schon... Das muss jetzt aber nichts Schlechtes sein. Oh. GW-Munition, HW-Munition, Armband, Schrott. Ah, okay. Also man hat sich schon aus anderen Spielen so ein Gameplay-technisch ein bisschen bedient, aber wie gesagt, das muss jetzt nichts Schlechtes sein. All you have to do is stoop to collect wood. Free heating. Da geht es anscheinend raus. Wenn wir mal gucken, theoretisch, ich wollte gerade sagen, wir müssen noch eine Küche haben. Da ist, glaube ich, noch ein Tagebuch, ne? Another undeniable friend. It would be easy to get lost without it. Oh, das war das falsch. Okay, hier komme ich in die Dings. Warte mal, ist der noch nicht fokussiert? Nein. Okay, das ist ein bisschen doof. Vielleicht drücke ich an der falschen Stelle. Ich drücke an der falschen Stelle. Ich habe einfach so in die Mitte gedrückt. Das Blöde ist natürlich, das mittlere Teil vom PlayStation Controller ist halt immer noch so gesehen wie früher in Select und Start, also in links und rechts unterteilt. So, Licht auf den Leuchtturm werfen. Ein Blick wahrscheinlich auf den Leuchtturm werfen. Zum Leuchtturm uns entgehen. Okay, sammle meine Habseligkeiten. Das haben wir schon gemacht. Ja, da sieht man nochmal die Steuerung. Dieses Augen, ach so, ja. Okay, ganz nett. Aber da müssen wir dann auf jeden Fall nochmal rein. I always forget to drink. Aber kannst du dir nicht vorsichtshalber ein Täschchen oder so mitnehmen? Also, wo du dir noch was reinpackst? Mir fällt erst. Okay, wir haben ja sogar was. Das fällt mir jetzt erst auf. Das ist mir. Pff. Okay, warte mal, wir haben noch einen Kalender. Since the day of the attack, I stopped counting. Not sure it matters anyway. Okay, vielleicht hatten wir auch... Und, also... Sie sagt ja angegriffen. Und ich dachte, das würde halt eher so in ihren Träumen oder so. Oder dass sie sich das halt durch einen Verlust immer nur vorstellt, mehr oder weniger. Aber vielleicht war es halt so gewesen, dass sie wirklich eine Art Unfall oder so hatte. Was dann fehlt bei das... Well, now I can clean the first one. Aber sie hat... Hä? Das, warte mal, das andere war doch... Ich muss da jetzt nochmal... War das oben gewesen oder was hier? Ne, das war oben, ne? Okay, es wäre nur Putzen. Oder es wäre nur Staubsaugen. Aber war das nicht trotzdem auch ein Staubsauger, wo wir davor standen erst? Gut, wie dem auch sei. Mal gucken. Wir verlassen die ganze Geschichte, denke ich mal. Okay, wir können gar nicht raus. Oh, oder können wir durch unsere Träume bloß... Weil andere Möglichkeiten rauszukommen, gibt es ja anscheinend nicht, ne? Also es kann wirklich sein, dass wir einfach nur durch unsere, nur in Anführungsstrichen, durch unsere Träume wandern, aufgrund einer psychologischen Störung oder Krankheit. Wäre auch möglich. Okay, ich habe nichts gesagt. Wir können doch raus. Eine Pistole holen. Ja. Okay, speichert. Also, sie hat ja gesagt, in der Hütte. Aber sie meint jetzt nicht die Hütte, oder? It's probably dry now.
Weil bei manchen Sachen bin ich mir nicht so sicher. The former owner had to do a lot of tinkering to screw up such a mess. Can't open without more stable electricity. Nothing interesting in this old garage anyway. Warum entscheidest du das automatisch? Okay, wir haben einmal Schrott gefunden. Im Kühlschrank können wir nichts. Es ist halt, fühlt sich ein bisschen surreal an, dass man hier auch so eine Sachen sammeln kann, um irgendwas selber zu basteln, ne? Die Sache ist, Knarre, ich habe ja eigentlich mich komplett umgeguckt. Und es hat sich jetzt nicht so angehört, als ob wir unbedingt nochmal rein müssten. With all these storms, the previous tenant didn't know what to do with all the wood coming out of fallen trees. Ich weiß, die Übersetzung halt wirklich ein bisschen komisch. Ich schätze aber, das Spiel wird uns ja so oder so nicht rauslassen, richtig, oder? Kann ich hier drüber springen eigentlich? Ich will da zu dem Dings. Okay, springen geht nicht. Schade. Okay, ich meine, das ist ja noch nicht so wirklich rausgehen, ne? Das ist ja zwar ein Garten, aber wir können ja hier noch später machen. Da können wir nicht rein. Okay, vielleicht können wir ja da raus. Oder ich muss halt den... Nochmal Credits. Vielleicht ist das der alte Schuppen. Pulver. Ja, okay. Without you, I wouldn't stand a second out there. Es wäre halt cool, wenn das so in Richtung vielleicht Cryo 4 oder sowas geht. Also das, es sieht zwar halt alles sehr, oder wirkt halt alles sehr real, wo wir uns hier bewegen, aber im Endeffekt spielt sich das alles nur in unserem Kopf ab, ne? Last time was very close. I need to keep up with my training. Aha. Nein, das war der Kassettenrekorder. Okay, aber ich... Habe ich den jetzt ausgewählt? Oder muss ich den extra auswählen? Gegenstand drehen, fortsetzen. Oder kann ich die nicht immer nutzen? Okay, das ist Nachladen. Obwohl das gar nicht so starr stand in den Einstellungen. Okay, ich schätze mal, ich muss trainieren. Wir hatten ja auch hier eine Möglichkeit, ne? Aber ich kann die Waffe halt nicht rausholen. Das ist das gerade mein Problem. Okay, das ist Zoom. Dieses Augen kann ich auch nicht. Schieße im Hinterhof. Was? Ach, schießen im Hinterhof ihm. Ja, wenn ich die Knarre rausholen könnte, wäre das jetzt kein Problem. Aber ich weiß gerade nicht wie. Okay, ach, damit kann ich die Muni wechseln. Werfen, Gegenstand auswählen. Spiel? Oder, also ich weiß nicht, muss ich mich an eine bestimmte Marke stellen? Weil ich gehe davon aus, wenn ich auf Zielen drücke, dass sie die Waffe automatisch rausholt. Hä? Ich bin gerade noch ein bisschen verwirrt, was die Steuerung... Also, vielleicht ist es mit Maus und Tastatur einfacher. Aber wenn das halt schon volle Controller schon hat und mir das Spiel sagt, eine bessere Experience ist es damit, dann möchte ich auf das Spiel da auch ehrlich gesagt hören. Aber ich weiß halt nicht, wie man die Waffe rausholt und mir wird es auch nicht gesagt. Außer, dass ich so nachladen kann. Das weiß ich mittlerweile auch.
Ich mach mal kurz einen Cut an der Stelle und guck mal, wie man schießt. Ne? Das, wir werden es mit Sicherheit später auch brauchen, deswegen, ja, bis gleich. Time to shoot some cans. Let's start with the red one. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das Spiel verscheißern wollte, aber sind wir hier nicht schon reingelaufen? Ich habe jetzt einen Schwelter gemacht. Okay. Ja, darf ich jetzt auch? Nah, the blue one. Definitely the blue one. Kannst du dich mal entscheiden, Frau? Okay. Dings ist automatisch. Okay, ist halt Tutorial-mäßig, aber what the fuck? Warte mal, welches ist nun so... Ich weiß nicht, ist das nun so unendliche Munition? Wahrscheinlich eher nicht, ne? Sollte ich vielleicht erstmal die nehmen. Okay, wir können das einfach... Also, schätze ich mal. Okay, aus. I'm ready. Now. Better be faster. Now, Repel Training. Okay. Vielleicht können wir... Ich meine, ist ja nur Tutorial, ne? Vielleicht können wir im Laufe des Spiels... Next time, you will think twice about getting in my safe space. Lol. Okay, das ist wegstoßen. This thing recharges during the night. Toll. Wahrscheinlich müssen wir dann schlafen gehen und dann... Getting out there seems a little bit less scary now. Okay, ich meine, in der ersten Folge wird wahrscheinlich jetzt eh nicht so viel passieren. Zwecks dem Tutorial-mäßig und so, weil das gerade ein bisschen komisch war. Zum Leuchtturm. Okay, dann gehen wir mal zum Leuchtturm. Aber reicht erstmal zu, um vielleicht ein bisschen den Charakter kennenzulernen, was okay ist. Es ist halt bloß komisch. Anscheinend ist es so unterteilt, dass du halt. Hä, wie komm. Ich kam doch nochmal, warte mal. Da hoch. Dass das nicht wie bei anderen Spielen, dass du halt einfach so die Waffe zücken kannst und dann halt damit rumlatschen, keine Ahnung, sondern glaube ich nur, wenn wirklich, wenn du gewisse Situationen triggerst, wo das dann so ist, ne? So, ich schätze mal, wir müssen hier raus und dann go. Blicke auf die Uhr. Tageszeit. Okay, es ist 8 Uhr, das dachte ich mir fast. Warum ist das immer noch 8 Uhr? Was ist ein Krabus? Mange un grand bol de spécial crabs avant et après. T'être à laver les dents. This watch creeps me out. Warum trägst du die dann? I better be home before the night. Okay, komme vor der Nacht 20 Uhr nach Hause. Frage ist natürlich bloß, kommen wir hier raus? Thomas Levins. Fixing pipes is all right. Now try with my life. When things get back to normal, you'll have plenty to do, my friend. Uh-huh. Nah, nothing of interest in these cars. Warum kommt mir das so vor, als ob die hier in einer halben Geisterstadt lebt? Reise nach der Leuchtturm. Dauert eine Stunde. Was? Reise nach der... Ach so. Reise nach der Leuchtturm. Dauert eine Stunde und 10 Minuten. Okay, machen wir sofort, machen wir sofort. Completely locked. Ich wollte bloß nochmal auf der anderen Seite kicken. I'm gonna need the key. Ah, okay. Also ist auf jeden Fall nicht so ein, anscheinend nicht so was Gradliniges, wie ich gedacht hätte. Left, the White Manor and the Lighthouse. Das weiße Herrenhaus. La Vieja Chaloupe, Restaurant and Brewery. Mhm. Fresh fish, straight from the port. I sure hope the products are fresher than this poster. Ah, müssen wir mal gucken, ne? So, ich würde mal schauen, ob wir hier uns noch irgendwie weiter um... Ich wäre jetzt nämlich davon ausgegangen, wir können rausgehen. Okay, da steht unser Auto und dann fahren wir da einfach hin, ne? Aber anscheinend müssen wir laufen. Und kommen wir hier nochmal nach unten? Ich sehe da eine Tür, ich gehe aber mal stark davon aus, dass die auch verschlossen ist, oder? Completely locked. Aber vielleicht später nochmal. Also es ist gar nicht mal so schlecht. Also wenn du mehrere Orte vielleicht nochmal bereisen musst. Ne? Liegt aber vielleicht auch bloß daran, dass ich relativ viel spiele, glaube ich, gefühlt, wo es sehr, sehr, sehr geradlinig ist. I love the atmosphere of the streets of the village with the staging. Too bad this is now linked to where my nightmare started.
Das geht, glaube ich, wirklich nicht so gut. Können wir hier ein bisschen rumwühlen? Nee, ne? Und die Sache ist, was ich vorher nochmal probieren muss. Oh, hier geht's auch noch. Nein. Really wanted to prevent us from following them. They've put it beyond repair during their escape. The soldiers were perfectly organized and cut off all access. We had almost zero chance of escaping this mass kidnapping. Like sheep in the dark. Was ist denn hier passiert? Okay, hier können wir ja theoretisch auch nicht rein, wenn das andere... Ja, wir brauchen Fusen, 220 Volt. Nehme ich jetzt mal stark an. Ahead, Boisseau's Park in the beach. Left, St. Exel's Church. Da müssen wir eh hin, ne? It won't open from this side. Why did they have to attack during the fair? It's my favorite event in this damn village. Pierre, where are you? Erinnert mich auch ein bisschen an Tschernobyl. I can still smell the perfume of stamps and papers. But no one will come to pick up the mail tonight. So, das alles überstürzt hier abge... Das alles überstürzt verlassen mussten. Completely locked. Natürlich, was auch sonst. Okay, dann würde ich bloß noch mal eine Sache testen. Ob die geht, und zwar... Warte mal, das ist ein Hasi. Oder sowas ähnliches. I loved that statue. Well, before the cult vandalized it. They love leaving these tape boxes for their propaganda. Listen to us. Join the devoted. Maybe I should listen to it. Maybe? Okay, ist bloß eine Minute. Die Gläubigen. Hören wir uns nochmal an. Dear people of Saint-Exil, this message is for you. Dachte ich mir. I know our local authorities have been breaking their backs, picturing us as fools. Do not listen to this nonsense. Our actions are dedicated to all of you. Once the day comes, those who denied will finally see the truth with their eyes. The distant shall all be remembered. You are all invited to our next ceremony. This Friday, join us in the writing of birthday from the departed boat. Let's put the world to rights. It's the only way now. Ja, sehr vertrauenswürdig, wenn eine Gruppe sich als das einzig Wahre und bla ausgibt, ne? Gut, bisschen Scientology ist auch drin. Schön, schön. Nee, eine Sache wollte ich ja noch testen. Also kann sein, dass die Folge jetzt, weil jetzt nicht übermäßig viel passiert ist, ein bisschen länger ist. Angedacht sind aber eigentlich so um die 20 Minuten. Kommt immer drauf an. Kann auch sein, dass ich halt Ewigkeiten teilweise brauche. Das wollte ich nämlich nur... Okay, es speichert automatisch. Ich muss nicht speichern, aber so kann ich die Zeit schnell vergehen. Das machen wir noch nicht. Die Sache ist, jetzt geht's weiter. Das waren aber keine 18 Minuten. Die Uhr ist irgendwie ein bisschen komisch. Aber na gut. Wir konnten ja da, glaube ich, weiter reisen. Und dann würde ich fast sagen, sehen wir uns... also ich hoffe, ich habe jetzt hier nichts übersehen. Habe ich die Tür versucht? This numpad is not working. Like most things in the city... It is lacking juice. Okay. Hatte ich anscheinend noch nicht versucht. Okay, Lafay sehe ich gerade. Also, wenn das das sein sollte, spielt hier auch mit. Sehr, sehr schön. Das kann auch ein Tee sein. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall ein schöner Buchstabe. So, nichtsdestotrotz, ich würde da, glaube ich, mal hinreisen und dann sehen wir uns morgen beim Leuchtturm wieder. Wir sollten doch dahin, oder? Kommen 20 Uhr wieder. Zum Leuchtturm von Saint-Exil. Ja, dann sehen wir uns da dann wieder. Also, bis morgen.